Was genau passiert jetzt hier? Was ist das hier? In dem Stadt Inferno, tragischer Unfall oder auf früherischer Angriff. Hä? Das ist, glaube ich, falsch übersetzt. Sie wissen es. Ich weiß, du bist ein beschäftigter Mann, aber wir müssen reden. Jetzt. Ich glaube, sie sind mir auf den Fersen. Wirklich dieses Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir gestern jemand nach Hause gefolgt ist. Und heute habe ich diesen komischen Typen vor dem Haus stehen sehen. Wenn du meine Sicherheit nicht garantieren kannst, bin ich raus. Ich habe schon genügend Probleme. HN. Was unseren kleinen Kurier angeht, keine Sorge. Mit mir komme ich klar. Sie ist nicht wie wir. Sie weiß, ich stecke zu tief drin. Und das macht ihr Angst. Du kannst von einem Kleinen nicht zu viel erwarten. Jetzt konzentriere dich erstmal auf deine Arbeit und überlasse das Personalwesen mir. Beruhig dich jetzt erstmal und konzentriere dich auf den Preis. Jay. PS. Toll, dass dir das Teil gefällt. Ich denke, es erfasst das Wesen dessen, was wir zu erreichen versuchen. Korrupte Daten. I've deactivated the apartment security system, leaving the crime scene. This just doesn't feel right. You're still alive. No way. Ich würde gerne die Tür zumachen. Ich bin ein anständiger Bürger. F ist Taschenlampe, so ist eine Art, glaube ich. Auf jeden Fall schaut es anders aus. Ist schon eine komische Einrichtung hier. Kann ich jetzt da rein? Achso, ist die Toilette. Okay, ich nehme das mal mit. Ich werde noch nicht so ganz schlau draus aus dem Ganzen. Boah. KPD, I need to ask you some questions. Ach, cool. Do you know what's going on? My hollow projection got cut off. I can't get a signal. The building is under lockdown. No external connection. Not much we can do. Shit. Sounds serious. So, you wanted to ask me something? Yes. Fragen wir erstmal, ob irgendwas verdächtig ist. Noticed anything suspicious recently? Anyone hanging around in the hallway? No, not really. Then again, I don't really go out much. Hey, you wouldn't happen to know when they're gonna fix the connection. Not that it's like super important to me or anything. I just need to know.
I'm not sure if anyone even knows we've been locked in. Es wird eine Weile dauern, mein Freund. Oh God. I mean, sure, that's fine. It's just, you know, the apartment feels very small all of a sudden. Kind of claustrophobic. Is it hot in here? I'm sweating something awful. Just take a deep breath. It's gonna be fine. Of course it is. Why wouldn't it be? I'm just gonna sit here and wait for them to fix it. Can you talk to me some more? It makes it kind of easier. Well, what do you want to talk about? Fragen wir doch mal, was er uns erzählen kann. Yeah, you know. Gorski the Giant was fighting Killer Cromer today. You an AMA fan? Not really. Sounds like you are. Of course I don't know who won since my projector went out. Why are my hands shaking? You've been living here long? Oh, well, I, it must have been at least 7 or 8 years. Ever had a lockdown before? I don't think so. I don't remember my projector going off. Ever. Sorry, I don't have time for this. Oh, okay. I understand. It's no problem. I'll just sit here, alone. God, I'm really starting to sweat like a pig. Hang in there. Können wir die anderen Leute auch hier befragen? Come here, quick. What is it? What's up with the lockdown? Is it the phage? Was there an outbreak? A malfunction, more likely. You would say that, wouldn't you? To keep us at bay until the cleaners come. Oh God, they're coming for me. I don't want to die. Calm down. No one's coming. Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Möchte er nicht. Könnten mal, was eigentlich am meisten Sinn macht, versuchen, hier die Leute zu fragen. What? What do you want? Got a minute, sir. KPD. Hä? Oh God, they're here! The cleaners are here! Hi, this is Tom. And Irene! We hope you're having a positively peachy day. Oh, we sure do! Sadly, we're not in right now. But you can leave your message after the beep, and we'll get back to you as soon as we're home. Yay! Oh, I mean, beep! Hi, this is Tom. And Irene! We hope you're having a positively peachy day. Oh, we sure do! KPD, I need to talk to you. You broke it! No, you broke it! Nuh-uh! Will you get these kids to shut up? I'm fucking talking here! Yeah, what's this about? Do you know the tenant in apartment 7? Dad, Tommy's picking on me! Shut up, snitch! I thought I told you to shut up! 7, huh? Nah, can't say that I know the guy. Okay, so it's a guy. Yeah, well, seen him once or twice. I might have a vague recollection. Could you give me a vague description? Maybe. What's it to you? Police business. Just answer the question, and I'll get out of your face. So that's how it's gonna be, huh? Why don't you knock on that door and see for yourself? Can you describe him or not? I don't have time for games. All right, all right. Younger fellow, probably in his 20s. Wow. Anything else? Nah, I never really got a good look at him. Medium height, medium build. He was just kind of there, you know?
everything all right in there? What? Oh, yeah. You know how kids are these days. Yeah. Do I? Yeah, you gotta be strict with them, or they'll just walk all over you. Usually, I just sit them down in front of the projectors. Keeps them nice and quiet. But the thing just went and died on me. Cheap American crap. Have you seen anything suspicious around the building? Any strangers skulking around? Nah, I don't pay much attention to the other tenants. Bunch of losers. A lot of them. You are so dumb. Not as dumb as you are. Nuh-uh, you're way dumber. Oh my. Shut the fuck up! Not upstanding citizens like you. You bet your ass. Good thing we'll be getting out of this dump soon. Is that right? Yep, I've been working my way up. I even filed for a status upgrade. Once that goes through, we'll be moving to a B-class district in no time. Yeah, good luck with that. Ja, wünsche ich auch. Keiner da. Das Ding ist hier mehr als eine Absteige, wenn ich ehrlich bin. Ist auch keiner da. Ja, hacken wir es doch mal. Vielleicht schaffen wir das. Okay. Sag mal, ist denn hier keiner zu Hause? Okay. Hallo? Ist hier jemand? Schaut alles so verlassen aus. Feuer und Schwert spinnen. Es ist ein PC, oh mein Gott. Was ist von Below? Glaube ihre Lügen nicht. Die Plage ist noch da. Liebe Unbeliebte. Boah, Alter, soll ich das jetzt alles durchlesen, oder was?
Was zum Teufel ist das? Ein Spiel in einem Spiel. Diese verdammten Spinnen. Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Vielleicht können wir herausfinden, warum es unlocked ist. Nee. Ist das alles an Beweisen, die wir hier gefunden haben? Alter, ist noch was. Kühlschrank in der Luft. Nee, ist kein Kühlschrank. Ist nur getan als solcher. Ach, jetzt kann ich springen. Verstehe ich nicht so ganz. Remove your... Implant. Entferne dein Implantat. Muss ich das verstehen? Oh. Ja, wie komme ich jetzt da rein? Warum kriegt er die Tür nicht auf? Ist das blöd? Oh. Wie komme ich da hinten rein? Wir wissen, wer das ist. Befrage die Nachbarn. Habe ich ja schon. Haben wir noch irgendwas auf dem Computer, was uns mal helfen kann? Anscheinend nicht. Das hat sich doch gerade aufgeleuchtet.
Wir versuchen nochmal die Nachbarn zu befragen. Janitor left the door open. Der Hausmeister. Speichert das Spiel eigentlich automatisch? Oh, anscheinend. Okay. Ich bin immer gespannt. Oh, Flugzeug. Okay. Ventilator. Was hier rauskommt in der ganzen Geschichte hier?